Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, wie wir durch diese Lederwand, sag ich mal, kommen, sind weitergekommen, haben die kleine Sadness, also Trauer, gefunden und ja, diese komischen Zeitspielchen hier mitgemacht. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, denke ich. Ah, wahrscheinlich nur mit einer außerkörperlichen Erfahrung, okay. Da hinten reinzugehen. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, dass es eine außerkörperliche Erfahrung ist, sonst hätte ich das vielleicht doch noch in der letzten Folge gemacht. Wir schauen jetzt einfach mal nach, was sich da verbirgt. So, kann ich da jetzt durch? Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Okay, da müssen wir wieder so ein Ding sammeln. Ich muss mich nur was beeilen, weil sonst sterbe ich wieder. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, Moment, das war jetzt wieder zurück. Laufen kann ich auch wieder nicht. Ich weiß nicht, warum die hier in dieser Welt nicht laufen kann. Ich bin jetzt kurz vorm Verrecken und habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das ist irgendwie nicht so gut. Erst noch mal kurz zurück. So. Das Schlimme ist, es sieht so aus, dass ich gar nichts machen kann. Oder kann... Moment, habe ich noch welches drin? Ah. Oder? Nee, ich habe jetzt welches drin. Okay. Let's see if it worked. Ah. Soll ich jetzt hier gucken, ob es gewirkt hat? Nee, oder? Nee. Ich denke mal, das soll ich drüben. Habe ich mit dem hier eigentlich schon... Oh, stell dich doch mal... Dreh dich um. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück? Nein. Geh doch einfach dahin. Och Mädel, so schwer ist das doch nicht. Gotta check the wiring. Might hate to get stuck in there. Okay. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal darüber rein. Weil ich weiß, ehrlich gesagt... Ach so, oder muss ich wieder ganz zum Anfang zurück? Ah, das kann sein. Wir hatten doch, glaube ich, in der letzten Folge irgendwo so ein Ding. Das schaue ich mal eben. Ich meine, das wäre hier gewesen. Na toll, warum ist das jetzt hier abgeschlossen? Kann ich das mit A machen vielleicht? Mit A auch nicht? Also, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingeflogen ist. Ich sag mal, dieser Orb, ich weiß nicht, wie die heißen. Diese Energie. Das hat jetzt, denke ich mal, auch nichts mit der Uhr zu tun. Weil durch die Uhr sind wir ja nach hinten gekommen. Och ja, Mann, diese Steuerung. Da haben wir ja auch nur das, was wir brauchen konnten, ja, schon genommen. Ach, ich bin so blöd. Okay. Let's get the rest of me in there. Ja. Ja, natürlich. Ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das passiert mir leider sehr häufig. I'll never get used to this. Okay. Jetzt weiß ich zumindest, warum wir eine Taschenlampe dabei haben. Das ist schon mal gut.
Hope he's not using it as a textbook. Kann man das irgendwie... Nee, okay. Der Hexenhammer. Ah, ja. Hätte ich eigentlich so schon am Namen erkennen müssen, ne? Ja. Haben wir denn hier noch was anderes? Das sah gerade aus, als ob da eine Leiche drunter lag oder so. Gucken wir hier mal. Nope. Doesn't work. Warum nicht? Moment, da oben sehe ich irgendwas leuchten, aber ich darf nicht da hingucken. Irgendwo in die Richtung. Ugh. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Okay. Also, Psychoriecher haben wir gerade freigeschaltet. Vergiss das Rotlicht nicht. 5 Sekunden bestrahlen, 3 Sekunden in jeder Ablage. Ja, 3-mal eintunken und 5 Sekunden im Licht. Das haben wir schon mal gelernt. Entwickler, Stoppbart, Fixiermittel. Also von links nach rechts. Das heißt aber, die haben wir hier nicht. Das heißt, wir können das so gar nicht machen. Es sei denn, wir können hier vielleicht irgendwas nehmen. Naja, zumindest das... Ach so, wir müssen jetzt eventuell mit dem Fotopapier... Oh Gott, wo war denn das? Nee, das war ja bei uns zu Hause, wo wir das... Was haben wir denn hier? Nee, können wir auch nicht mit der Geisteruntersuchung machen. Das Ding habe ich doch gesehen. Moment. Okay, I know how this works. I need three. Ach, jetzt kann ich... Ah... Okay, das dürfte das erste sein, denke ich mal. Das ist das zweite. Da ist zum Beleuchten, das ist klar. Aber hier fehlt doch noch was, oder? Ja, meine ich doch. Okay, das heißt, wir müssen noch eine Ablage suchen. Können wir hier irgendwie raus? So. That's one. Two more to go. Ah, dann ist wirklich nichts drin. Okay. Okay, haben wir hier noch irgendwas? So kann man es nicht mehr sehen. Komisch. Gut, wir brauchen eine Ablage. This should come in handy. Ja, nehmen wir doch die, ne? Okay. So, das ist die Ablage. Ja. Die Frage ist nur, uns fehlen ja jetzt noch diese Flüssigkeiten. Fixer ist das dritte. Das heißt, da muss ich dann das reinmachen. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Es müssten aber irgendwo hier noch Fläschchen. Ah, was ist das? Das ist kein Fläschchen. Huh? Not sure I like the sound of that. Hm. Unterdrückung des Übersinnlichen. Ja, ja. Okay. Da kann man auch nichts sehen. Halt. I could sense something stirring behind that symbol. Like a gust of wind moving a curtain. Ja, wenn man sich anguckt, was das für ein Symbol ist, ist das, glaube ich, auch kein Wunder. Okay, aber scheint jetzt gerade keine Präsenz da zu sein. Das heißt, irgendwie ja schon. So, it's getting stronger, okay. Es wird stärker. Ich spüre, wie es sich befreit. In meinen Geist eindringt. Es will raus. Es kann nicht raus. Ich werde es nicht zulassen. Selbst wenn das bedeutet, nein. Ich werde einen anderen Weg finden. Okay, Rückseite kann man hier nicht angucken. Ja. Da haben wir nur das Buch. Moment, da ist noch was. Aha. Sehr schön. Multigrade. Okay. Haben wir hier noch was? Ich habe gelernt, immer alles richtig durchsuchen und... mehrfach angucken.
So, Multigrade. Das wäre dann was? Das ist jetzt die Frage. Ist das der Entwickler? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die nächste Frage wäre dann auch noch, wo ist das dritte? Das haben wir. Oder habe ich da... Moment, warum sind da jetzt mehrere Flaschen? Ah! Okay, that's all of them. Okay. Also, jetzt nochmal für ganz doofe. Die ist immer wieder vergessen und einfach nicht raffen. Also das erste ist der Entwickler, das zweite ist das Stoppbad. Ich denke, das, was ich gerade bekommen habe, war jetzt das Stoppbad. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Stopp. Ja, es steht Stopp drin. Okay. Dann nehmen wir das da rein. Und da logischerweise das letzte. Und wir haben wahrscheinlich nur einen Versuch und werden den jetzt verkacken. So wie ich mich kenne. So, das waren drei... Nee, hier stand es gar nicht. 3 Sekunden, glaube ich, da reintunken, ne? 3 Sekunden in jeder Ablage und 5 Sekunden bestrahlen, genau. Habe ich mir alles gut behalten. So. 1, 2, 3. Ja, geh raus. Los. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Und dann haben wir es jetzt versaut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, das reicht jetzt. Es reicht noch nicht ganz. Irgendwie zähle ich immer zu schnell. Ich weiß auch nicht, warum. Oder ging das schon? Moment. Hä? Jetzt ist es weg? Nein. Komme ich denn jetzt ins Menü rein? Da. Achso, hier kann man nicht mehr anmachen. Was hat denn jetzt hier so geflackert? Hallo? Was war das? Wieso kann ich mir das jetzt nicht angucken? Beziehungsweise, wieso hat das jetzt nicht geklappt? Ich kann es nämlich nicht mehr hier drauflegen. Oder kann ich das jetzt nochmal neu hier reinmachen? Hm. 1, 2, 3. Ach so. Oh, ist das euer Ernst? Ich dachte, das wäre... Okay. Okay. Okay, okay. Irgendwann kriege ich es auch mal hin. Who's there? What the fuck is this? Hello? Are you all right? Don't look at me! Oh.
Don't go! Nein, nicht laufen! Lauf schneller! Ich konnte aber nicht schneller laufen jetzt. Ja, geil. Wait, don't go. Oh God. Don't leave me here. Schon. Alone, naked. Let me try you on. Oh God, no. Rechts, rechts, links, lauf. Rechts, rechts, links, rechts. Oh, bin ich jetzt falsch oder was? Lauf, Mädel, lauf! Komm schon! Oh Gott! Not a fan of light, huh? Fucking figures. Oh, speicher bitte hier ab. Sag mir bitte nicht, ich muss das alles nochmal neu machen, weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass er gespeichert hat. Also kurz zur Erklärung. Ich habe jetzt keine Ahnung, 50 oder 100 Versuche gebraucht. Ich weiß es nicht. Es funktioniert nicht, wenn man den linken Stick, also mit dem man eigentlich sich bewegt, hier, wenn man den normal bewegt, das funktioniert nicht. Ich musste ihn wirklich ganz vorsichtig von außen antippen. Ich vermute, das hat irgendwas damit zu tun, weil hier ja eine Schleichfunktion drin ist, wenn man den reinklickt. Und ich vermute, dass das irgendwie aktiviert wird oder so und die deswegen ständig stehen geblieben ist und nicht gelaufen ist und, und. Also das als Tipp für alle, die das mit dem Laufen nicht hinbekommen. Man darf den nicht drücken in der Mitte oder, ja, am besten nicht in der Mitte anfassen, sondern nur von außen ganz leicht antitschen. Oh, ich kann jetzt echt nur hoffen, dass der mich jetzt in Ruhe lässt. Hier ist nichts. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wie... Nee, Moment, das ist das. Ah, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich wie mache. Ach so, da war die Geisterwelt, genau. Oh Gott. Nein! Sieht der mich? Okay, das mit dem Schleichen war gar nicht so schlecht, glaube ich. Oh, Scheiße. Nein, nein, nicht kaputt gehen. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Nicht kommen. Nein, nein. Ich bin nicht da. Geh weg. Hau ab. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, ich hasse solche Aktionen echt. Muss ich überhaupt hier rechts rum? Ich sehe überhaupt nichts. Oh, ob das gut ist, wenn ich da so nah rangehe, ich weiß es nicht. Bleibt der jetzt da? Clever little skin suit. Not like the others. No. Oh, ich sehe nicht, wo der ist. Das ist eine scheiß Perspektive hier. I'm so happy. So happy. Oh, fuck. That you're here. Oh nein, 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 geh weg. Du siehst mich nicht. Ich mach die Augen zu, du siehst mich nicht. Please, just let me. Let me try you on. Fick dich einfach, ehrlich. Macht er mir jetzt den Weg frei oder was ist das hier? Oh fuck, ey. Ich glaube, da hinten ist Licht, oder? Oh, Scheiße. Oh,
nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache. Oh. Nicht zurückkommen. Nicht zurückkommen. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Geh weg. Geh weg. Ich bin nicht da. Okay, ich schätze, ich hätte irgendwas machen müssen. Keine Ahnung. Sprinte, Mädel, sprinte. Oh ja, jetzt funktioniert das noch nicht mal mehr. Willst du mich jetzt verarschen? Also anscheinend darf ich hier nicht sprinten, sondern anscheinend muss ich hier definitiv schleichen. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Oh, ich habe gerade ernsthaft kurz gedacht, ich müsste jetzt wieder komplett von vorne anfangen. Oh. Okay. Also, hier muss ich schon schleichen, ne? Ja. Das ist doch ein Mist hier. Also anscheinend muss ich ein bisschen schneller sein und dann irgendwie hinter dem her sein. So, das Ding geht jetzt erstmal runter. Zack. Also sollte ich nochmal sterben, dann werde ich da weitermachen, wo ich gestorben bin. Damit das nicht zu lange dauert hier. So, und ich denke mal, dass ich direkt hinter dem her schleichen soll gleich. Da war ja in der Mitte so ein Ding. Ich weiß nicht, ob wir da rumschleichen können. Inside and out. Won't you be my friend? She won't come out. She won't come out. Nee, ich werde nicht rauskommen. Jetzt hau ab. You don't care. Ja, genau. Aber ich muss schon sagen, also dieses ganze Reden und dieses total Psychische dabei in der Stimme, das ist schon geil gemacht. Ich bin nicht da. Hau ab. Ja, und dann gehen wir schnell, mehr oder weniger schnell, hinter dem her. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Nicht, dass der sich umdreht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So. Weiter, 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 weiter. Ach, hinne? Nein, ich bin nicht da. Bin ich da? Kam der jetzt hier rechts runter? Ich weiß es nicht mehr. Komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Schleich doch mal ein bisschen schneller. Mich da nicht rum. Dein Ernst jetzt? Mach schon! Lauf von mir aus! Oh mein Gott! Oh! Okay. Weiter, weiter, weiter. Kann ich dabei eigentlich schneller gehen? Ja. Ich sehe rein gar nichts hier. What the fuck was that? Ja, das frage ich mich auch. Oh Gott. Okay.
Eieiei. Ich hoffe, das war's jetzt, weil es ist jetzt so leise. Ja, schön vorsichtig. Achso, das ist ein Video. Oh, oh. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. I have spent my whole life looking beyond the edges of our reality. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Marianne! Wake up, please! Marianne! I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out, until my lungs collapse. But I knew I couldn't. It wouldn't have solved anything. And besides, sadness needed my help. Huh? Ja, wir sind dem ersten Bossgegner oder der ersten Situation, wie auch immer, mit einem Boss entkommen. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis das mit der Steuerung geklappt hat. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich genervt, aber ich habe es dann letztendlich doch noch geschafft. Ich will auch nicht lange drum herum reden. Ich bin einfach nur happy, dass es jetzt endlich funktioniert hat. Und um auf die Frage zu antworten, wer Thomas war, Thomas hieß er, glaube ich. Also ich vermute immer noch, dass aufgrund der ganzen Aufzeichnung, die wir gefunden haben, er dieser Wissenschaftler ist oder was auch immer das jetzt da sein soll. Und er halt derjenige ist, der mich auch angerufen hat. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir ihm helfen, weil er ja offensichtlich von irgendwas besessen ist oder wie auch immer ich das nennen soll. Ich hoffe und ich denke, dass wir das irgendwann im Laufe der Story rausfinden werden. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.